Debatten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Debatten sind das Thema unserer öffentlichen Ringvorlesung. Genauer gesagt, Debatten über heilige Texte. Solche Debatten sind so alt wie heilige Texte selbst. Schon wenn in einer Gemeinschaft bestimmte Texte allgemein als grundlegend betrachtet werden, muss man sich darüber verständigen, wie sie zu verstehen sind. Umso mehr gilt das für Dokumente, die das Prädikat heilig tragen. Es zeigt ja an, dass die betreffenden Texte dem Heiligen zugeordnet werden. Biblisch gesprochen wird damit zum einen auf ihre herausragende Qualität verwiesen. Sie haben Teil an der Würde des Heiligen. Zum anderen zeigt der Ausdruck heilig, aber auch die höchst besondere Funktion besagter Texte für die religiöse Praxis an. Sie führen in die Begegnung mit dem Heiligen hinein. Diese Funktion aber können sie nur erfüllen, wenn die Gruppe, die jene Texte verwendet, sich jedenfalls einigermaßen einig ist, wie man sie wahrzunehmen hat. Solche Einmütigkeit muss erst erzielt werden, setzt also Debatten voraus. Und sie steht naturgemäß immer wieder in Frage, zieht also weitere Debatten nach sich. Dieser Sachverhalt lässt sich in dem Zeitraum, der uns heute interessiert, besonders gut beobachten. Es geht um Paulus und Lukas, zwei Autoren des entstehenden Christentums, die ihre Werke in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts nach Christus abgefasst haben. Wenn wir diese Werke betrachten, werden wir gleich auf drei Ebenen mehr oder weniger heftiger Debatten ansichtig. Da ist erstens die Diskussion im zeitgenössischen Judentum, das den Rahmen für das Wirken unserer Autoren bildet. Wir stoßen hier auf diverse Gruppierungen, die je eigene Auffassung davon hatten, wie jüdische Identität in dieser Zeit zu gestalten war. Denn da gab es schwierige Fragen. Wie sollte man sich zur griechischen Kultur stellen? Wie zur römischen Fremdherrschaft? Wie war die offizielle Kultpraxis in Jerusalem zu beurteilen? Die Meinungsvielfalt hierzu war groß. Und ihr entsprach eine Vielfalt an Umgangsweisen mit den Heiligen Schriften. Wobei bisweilen schon strittig war, welche Texte überhaupt als solche gelten sollten. Der Befund ist so vielschichtig, dass neuerdings manche Sachkundige mit Blick auf das erste und zweite Jahrhundert gar nicht mehr von Judentum reden, sondern von Judentümern. Damit wird das Maß an fundamentalen Gemeinsamkeiten zwischen den jüdischen Gruppen dieser Zeit aber wohl doch unterbewertet. Bleibt man bei der Rede von einem Judentum, so lässt sich eine zweite Ebene an Debatten identifizieren. Debatten zwischen den Anhängern Jesu Christi und ihren jüdischen Zeitgenossen. Auch dazu gab es Anlass genug. Kann ein Gekreuzigter als Messias und Gottessohn gepriesen werden? Können Nichtjuden als Mitglieder des Gottesvolkes gelten? Anfänglich fanden diese Debatten noch gänzlich innerhalb des Judentums statt. Mit der Zeit aber erschienen und präsentierten sich die frühen Christen doch als eine Bekenntnisgemeinschaft eigener Prägung. Auch wenn man für das erste Jahrhundert noch nicht von einem Christentum als etablierter, klar konturierter Religionsgemeinschaft sprechen kann. In diesen Debatten spielte der Bezug auf die heiligen Schriften des Judentums ebenfalls eine zentrale Rolle. Das war unvermeidlich. Mit dem Christusbekenntnis war ja gesagt, es sei der in der heiligen Schrift bezeugte Gott Israels, der sich in Jesus ein für allemal der Völkerwelt heilvoll zugewendet hat. Mit diesem Bekenntnis wurde also zugleich eine eigene, neue Art der Schriftlektüre begründet. Drittens schließlich gab es schon in dieser frühen Zeit zahlreiche Debatten unter den Christusgläubigen selbst. Die Vorstellung einer einmütigen Urgemeinde, die sich erst nach und nach in verschiedene christliche Gruppierungen ausdifferenziert habe, wird durch die Quellen nicht gedeckt. Bereits das im Entstehen begriffene Christentum ist in sich vielfältig
und ziemlich streitlustig. Vieles war zu diskutieren. Welche Bedeutung haben die biblischen Gesetze für das Leben der Gläubigen? Was meint überhaupt Glauben? Und auch bei diesen Diskussionen hing viel davon ab, wie die Beteiligten jeweils die Heilige Schrift verstanden. Diese Debatten sind nun deshalb so spannend und spannungsgeladen, weil sich ja alle Beteiligten auf ein und dieselbe Heilige Schrift beriefen. Gerade im Streit um ihre Auslegung tritt demnach eine gemeinsame Grundüberzeugung zutage. Es ist die Schrift, durch die man Klarheit und Orientierung gewinnt. Klarheit über die eigene Gottesbeziehung. Orientierung, wie man in dieser Beziehung leben soll. Zugleich aber zeigt solcher Streit die fundamentale Problematik an, die mit der Berufung auf die Heilige Schrift verbunden ist. Wie verhindert man, dass Würde und Autorität der Schrift im Gewirr verschiedener Deutungen untergehen? Wie geschieht es, dass durch eine Auslegung tatsächlich die Schrift zu Gehör gebracht wird und nicht allein die Auffassung derer, die sie interpretieren? Wie geschieht dies, wenn doch schon das Hören selbst subjektiv gefärbt ist, weil jede und jeder Einzelne nicht nur anders hört, also auf andere Weise wahrnimmt, sondern oft genug auch anders hört, also andere Inhalte wahrnimmt? Im Folgenden möchte ich diese Fragen zunächst anhand der Briefe des Paulus nachgehen. Welche Debatten um die Schrift spiegeln sich in ihnen wider? Und wie wird das Spannungsfeld zwischen Hören und Deuten der Schrift bei Paulus ausgelotet? Ich kann das natürlich nur in groben Zügen tun und muss mich dafür auf eines, meines Erachtens aber ein besonders treffendes Beispiel beschränken. Paulus stammte aus Tarsus, einer Großstadt an der Südküste der heutigen Türkei. Wenn ich Ihnen das auf der Karte zeige, dann liegt Tarsus dort. Er wurde in jüdischer Tradition erzogen, wobei die Verbindung zum Land Israel eine besonders große Rolle spielte. Als junger Mann ging er dann nach Jerusalem und schloss sich den Pharisäern an. Die waren für eine genaue Auslegung des jüdischen Gesetzes bekannt und bemühten sich, den Alltag in Annäherung an eine priesterliche Lebensführung zu gestalten. Später wurde Paulus zum Anhänger des sogenannten Judaismus, einer Bewegung, die jüdische Identität durch strenge Abgrenzung von Einflüssen der griechisch-römischen Kultur zu sichern suchte. Er stand demgemäß dem entstehenden Christentum sehr kritisch gegenüber und trat der Verbreitung des Christusglaubens in Judäa, also in der Umgebung Jerusalems, und im südlichen Syrien entgegen. Infolge einer Vision des auferstandenen Jesus Christus wurde er dann jedoch selbst zu dessen Anhänger und zu einem seiner wirkmächtigsten Missionare. Im Zuge seines Werdegangs erfuhr Paulus eine vielfältige Prägung beim Umgang mit der Schrift. Die Überzeugung, dass sie maßgebliche Bedeutung für die Klärung der eigenen religiösen Identität hat, teilte er mit den meisten traditionsbewussten jüdischen Zeitgenossen. Als Pharisäer verankerte er auch die konkrete Daseinsgestaltung in Worten der Schrift und insbesondere im biblischen Gesetz. Als Apostel Jesu Christi lernte er dann, die Schrift im Lichte des Christusglaubens zu lesen, das Christusgeschehen also von den Verheißungen der Schrift her zu verstehen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass Paulus auch in seinen Briefen vielfach auf die Schrift Bezug nimmt. Für unser Thema ist nun allererst zu erheben, wie dies im Zusammenhang mit seinem programmatischen Grundanliegen geschieht. Dieses Grundanliegen des Paulus bestand ja in der Verkündigung des Evangeliums an die Weltvölker.
Paulinischer Überzeugung nach galt die Botschaft, dass Gott Jesus zum Retter gemacht hat, allen Menschen mit gleichem Recht. Statusunterschiede etwa zwischen Juden und Griechen hielt er dabei für ausgeschlossen. Gerade das aber war innerhalb des frühen Christentums umstritten. Ist, so wurde etwa von anderen Christusgläubigen jüdischer Provenienz gefragt, ist das Rettungshandeln Gottes in Jesus Christus nicht unauflöslich an die Verheißungen geknüpft, die Gott dem Erzvater Abraham gemacht hat? Gilt es daher nicht ausschließlich denen, die Kinder Abrahams sind oder jedenfalls bei Männern durch Beschneidung nachträglich werden? Immer wieder wurde Paulus in derartige Debatten verstrickt. Und so sah er sich mehrfach genötigt, sein Verständnis des Evangeliums im Disput mit anderen Christusgläubigen zu verteidigen. In den Briefen des Paulus spiegeln sich solche innerchristlichen Debatten an vielen Stellen wider. Ein anschauliches Beispiel bietet der Römerbrief. Als er diesen Brief wahrscheinlich im Jahre 56 nach Christus schrieb, stand er an einem Wendepunkt seines Wirkens. Weit über 20 Jahre war er im Osten des Römischen Reiches als Apostel Jesu Christi tätig gewesen. Grob lassen sich dabei drei Phasen identifizieren. In der ersten Phase arbeitete Paulus zunächst eigenständig in der sogenannten Arabia, südlich und östlich des Landes Israel, sodann einige Jahre im Umfeld seiner Heimatstadt Tarsus. Über den Erfolg dieser Phase wissen wir so gut wie nichts. Besser bezeugt ist die zweite Etappe. Auf Initiative eines gewissen Barnabas wurde Paulus Mitglied und Mitarbeiter der Gemeinde in Antiochia, einer Großstadt im Nordwesten des heutigen Syrien. Hier hatten andere Christusgläubige bereits begonnen, das Evangelium auch Nichtjuden zu predigen. Barnabas und Paulus unternahmen in diesem Zusammenhang gemeinsam eine längere Missionsreise nach Zypern, Pamphylien und Galatien. Ende der 40er Jahre kam es jedoch zum Bruch mit der Gemeinde in Antiochia und fortan arbeitete Paulus wieder eigenständig. Er wandte sich weiter nach Westen und gelangte bis in den Süden Griechenlands und nach Mazedonien. Am Ende seiner Tätigkeit konzentrierte er sich dann für ein paar Jahre auf die sogenannte Asia, die im Westen der heutigen Türkei liegt. Konkret hat er während dieser Zeit eigenständiger Mission in wichtigen städtischen Zentren Gemeinden gegründet, die dann den Christusglauben jeweils in ihr Umland trugen. Nun aber, so schreibt er im Römerbrief, habe er in diesen ganzen Gegenden keinen Raum mehr. Nachdem er das Evangelium bis an die Nordgrenze Mazedoniens getragen hat, will er über Rom nach Spanien ziehen. Und dafür erbittet er die Unterstützung der Gemeinden, die es in Rom gab. Mit seinem Brief an diese Gemeinden sucht er deshalb eine Art apostolische Partnerschaft zu begründen. Er wandelt dabei auf einem schmalen Grat. Einerseits will er seine Berufung zum Völkerapostel nicht schmälern, andererseits muss er die Eigenständigkeit der römischen Gemeinden anerkennen. Einerseits muss er sich ihnen als Kooperationspartner empfehlen, andererseits kann und will er sein spezifisches Verständnis des Evangeliums nicht relativieren. Er muss es deshalb so präsentieren, dass er mögliche Vorbehalte gegen seine Position entkräftet. Dieses Bemühen prägt den ganzen Brief und tritt gerade im Briefeingang zutage. Betrachten wir zunächst den Briefkopf, das sogenannte Präskript. Hier zeigt sich folgendes Bild. Paulus stellt sich selber sehr ausführlich vor in den ersten 5 Versen und adressiert erst dann ab Vers 6 und 7 die Adressaten in Rom. Er stellt sich also sehr ausführlich vor
und kennzeichnet dabei auch ganz eingehend das Evangelium, das zu verkündigen ihm aufgetragen ist. Dieses Evangelium wird in Vers 1 betont auf Gott als Urheber zurückgeführt und es wird mit Vers 3 und 4 als Botschaft von Jesus, dem Gottessohn, charakterisiert. Dabei wird die Gottessohnschaft damit begründet, dass in Jesu Erhöhung die Auferstehung der Toten ihren Anfang genommen hat. Zugleich aber wird die Gottessohnschaft aufs Engste mit der Herkunft Jesu aus dem Samen Davids verknüpft. Jesus Christus erscheint somit als derjenige, durch den die endzeitlichen Heilserwartungen Israels zur Erfüllung kommen. Dementsprechend wird das Evangelium in Vers 2 explizit mit den Ankündigungen der Propheten verbunden, die in den Heiligen Schriften dokumentiert sind. In diesem Zusammenhang ist zweierlei bemerkenswert. Zum einen wählt Paulus mit dem seinerzeit keineswegs geläufigen Ausdruck »heilige Schriften« eine Redeweise, die seine Bindung an die Traditionen Israels unterstreicht. Als heilig galten die biblischen Schriften im Kontext des sogenannten Judaismus, nämlich deshalb, weil sie denen göttlichen Beistand zusagten, die Gottes heiligen Bund treu blieben, selbst in Todesgefahr. Zum anderen verweist die Kombination der Begriffe Sohn, Same und Auferstehung auf ganz bestimmte Texte aus den Prophetenbüchern. So wird in einem Abschnitt in 2. Samuel 7 David das Aufstehen seines Samens verheißen, also eines Nachfahren, der mit Gott in einer Vater-Sohn-Beziehung stehen und demgemäß auf ewig als König über Israel herrschen wird. In einem zweiten Text, Jesaja 11, wird gar das Aufstehen eines neuen David prophezeit, der seinerseits, weil Gottes Geist auf ihm ruht, in einer Willens- und Handlungseinheit mit Gott steht. Dieser zweite Text aus Jesaja 11 bezieht nun aber die Herrschaft des Verheißenen, die durch das Aufstehen begründet wird, über Israel hinaus auf die Weltvölker. Siehe Jesaja 11, Vers 10. Paulus verankert somit nicht nur in grundsätzlicher Weise das Evangelium in den Heiligen Schriften, sondern zugleich und auch und gerade sein apostolisches Wirken unter den Weltvölkern. In seinem eigenen Text führt er dieses Apostolat auf den Herrn Jesus Christus zurück. Mit den Ausführungen zum Evangelium und zu seinem Apostelamt stellt Paulus also schon im Briefeingang klar, dass gerade er, der Völkerapostel, im Einklang mit der Schrift handelt und den Traditionen Israels verbunden bleibt. Für das Verständnis mit der Kommunikation mit den Adressaten ist nun noch wichtig, dass der Apostel im Präskript ein Beziehungsnetz knüpft. Ein Netz, durch das er selbst, die Heiligen Schriften, das Handeln Gottes und die Christusgläubigen in Rom untrennbar miteinander verbunden werden. Zum einen betont Paulus ja, dass ihm und den Adressaten dieselbe Berufung zuteil geworden ist. Wie er nach Vers 1 als berufener Apostel Christi Jesu tätig ist, so leben nach Vers 6 und 7 die Adressaten in Rom als berufene Jesu Christi. Zum anderen hebt Paulus durch die dreifache Verwendung des Begriffes heilig in Vers 2, 4 und 7 hervor, Kraft ihrer Berufung haben die Adressaten ihrerseits Anteil an der Heiligkeit gewonnen, die den Gottesgeist ebenso auszeichnet wie die biblischen Schriften. Es zeigt sich, Paulus hat den Auftakt seines Schreibens nach Rom sehr sorgsam gestaltet. Er präsentiert sich den dort lebenden Christusgläubigen als Apostel, der gerade mit der Verkündigung des Evangeliums an die Weltvölker dem Willen Gottes folgt, wie er in Christus den Verheißungen der Schrift entsprechend offenbar geworden ist.
Er präsentiert sich eben damit zugleich als Apostel, dessen Wirken die Adressaten eigentlich nur unterstützen können, wenn sie denn ihre eigene Existenz als berufene Heilige ernst nehmen. Dass Paulus seinen Brief an die Gemeinden zu Rom derart umsichtig eröffnet, ist nicht nur ein Akt der Vorsicht. Nach den zum Teil heftigen Auseinandersetzungen, in die er spätestens seit der Trennung von Antiochia verwickelt war, musste er damit rechnen, dass bestimmte Vorbehalte gegen ihn und sein Wirken auch in Rom gehegt wurden. Tatsächlich hielten sich dort zumindest einige Personen auf, die Paulus schon lange kannte. Er dürfte also gewusst haben, was man in Rom von ihm dachte. Zudem bringt Paulus an einer Stelle im ersten Hauptteil seines Briefes selbst grundlegende Einwände zur Sprache, die offenbar von anderen Judenchristen gegen sein Evangelium erhoben wurden. Dieser erste Hauptteil dient dem Nachweis, dass alle Menschen, Juden wie Griechen, unter der Sünde stehen und von sich aus keine Möglichkeit haben, dem Gerichtsurteil Gottes zu entgehen. Selbst eine ernsthafte Gesetzesobservanz bietet, wie Paulus am Ende von Kapitel 2 darlegt, keinen Ausweg. Damit aber ruft er gewichtige Fragen auf den Plan, die er im Eingang von Kapitel 3 nennt. Hier schreibt er die folgenden 8 Verse. Es sind im Grunde 2 Fragen, die Paulus hier identifiziert. Die erste ist in Vers 3 zu finden. Wird etwa die Untreue einiger Juden die Treue Gottes unwirksam machen? Diese Frage ist alles andere als harmlos. Paulus hat stets die Überzeugung vertreten, dass Gott sich in Christus allen Menschen heilvoll zugewendet hat, dass ihre Rettung also unabhängig von ihrem Status oder Tun erfolgt. Sie hängt demgemäß alleine daran, dass Menschen sich glaubend in die Gemeinschaft mit Christus hineinnehmen lassen. Eben diese Botschaft stieß jedoch bei vielen jüdischen Zeitgenossen auf Widerspruch. Ihnen blieb unbegreiflich, dass der gekreuzigte Jesus als Christus gelten sollte. Dass Gottes gutes Gesetz keinen Ausweg aus der Schuldverfallenheit der Menschen weisen sollte. Und dass Nichtjuden ohne weiteres vollgültige Glieder des Gottesvolkes sein sollten. So lehnten sie das Evangelium ab und wurden, um mit Paulus zu sprechen, Gott untreu. Waren sie dann für immer verloren? Wie aber könnte das sein, wenn Gott doch Israel ewige Treue zugesagt hat und Gottes Zusagen selbstredend unverbrüchlich gelten? So deckt das Nein jüdischer Zeitgenossen zum Evangelium eine fundamentale Spannung in der Predigt des Paulus auf. Er präsentiert das Christusgeschehen als Erfüllung der Verheißungen der Schrift, und dennoch scheint er etliche Adressaten dieser Verheißungen, die Israeliten, von der Rettung auszuschließen. Paulus geht in Vers 4 nur sehr kurz auf diese Frage ein, keinesfalls wird Gottes Treue unwirksam gemacht. Weiter hinten im Brief wird er diese Frage 3 Kapitel lang erörtern. In der Tat muss Paulus zeigen, dass sein Evangelium auch und gerade Israel zum Heil gereicht. Denn sonst würde es dem Anspruch, Evangelium Gottes zu sein, der nicht fahren lässt das Werk seiner Hände, nicht gerecht. Die zweite Anfrage wird in Vers 5 in mehreren Anläufen entwickelt und dann in Vers 8 überspitzt auf den Punkt gebracht. Behaupten wir etwa, so spricht Paulus für sich und andere, man solle das Böse tun, damit Gott umso mehr seine Güte an uns erweisen kann? Diese scheinbar absurde Frage ist von tiefem Ernst. Paulus spricht ja nachdrücklich davon, dass den Menschen vor Gott jegliche Ehre fehlt.
dass es nicht einen einzigen gibt, der gerecht wäre. Und dass es deshalb tatsächlich die Gottlosen sind, die von Gott Gerechtigkeit erfahren, in Christus gerechtfertigt werden. Doch heißt es nicht in der Schrift, dass Gott Gottlosigkeit hasst? Heißt es nicht, dass der Gottlose niemals Gerechtigkeit lernen werde, wenn er Gnade finde? Dass jeder, der im Gericht den Schuldigen gerecht spricht, ein Greuel für Gott ist? Ist also mit der Rechtfertigung der Gottlosen nicht jeglicher Ethik der Boden entzogen? Erneut weist Paulus die kritische Frage hier nur ab, um sie an späterer Stelle im Brief ausführlich zu erörtern. Angesichts solch gravierender Anfragen an sein Evangelium ist es natürlich besonders wichtig, dass Paulus es den Christusgläubigen in Rom von Anfang an nahe bringt, plausibel macht. Eben dazu formuliert er am Ende der Einleitung in den Brief eine These, die als Themaangabe dient und es erlaubt, alles Weitere als deren Entfaltung darzubieten. Diese These findet sich in den Versen 16 und 17 des ersten Kapitels und ist berühmt. Ich schäme mich nämlich nicht des Evangeliums, denn es ist Gottes Macht zur Rettung für jeden Glaubenden, sowohl für den Juden zuerst als auch für den Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird in ihm offenbart, aufgrund von Glauben auf Glauben hin, wie geschrieben ist, es wird aber der Gerechte aus Glauben leben. Das einleitende Ich schäme mich ist nicht nur Rhetorik. Es bekräftigt die paulinische Überzeugung, allen Einwänden zum Trotz die Christusbotschaft so zu verkünden, wie Gott es ihm aufgetragen hat. Die anschließende Angabe bezeugt zunächst eine frühchristliche Grundgewissheit. In der Christusbotschaft ergeht das Evangelium, also die Kunde von Gottes Heilshandeln, das die Verheißungen der Schrift zur Erfüllung bringt. Und eben deshalb erhält im Evangelium Gottes Macht, seinen Rettungswillen in der Geschichte durchzusetzen, ihre endzeitliche Gestalt. Die Fortsetzung in Vers 16 bietet dann die Doppelthese des Römerbriefs. Gottes Rettungsmacht ist im Evangelium deshalb universal wirksam, weil sie sich an Juden wie Griechen im Glauben erweist. Gleichwohl bekräftigt genau dieses Evangelium die besondere Gottesbeziehung der von Gott zum Gottesvolk erwählten Juden. Ihnen gilt ein zuerst. Das wirkt nun auf den ersten Blick wie die Quadratur des Kreises. Wie kann denn, so wird man fragen, das Evangelium allen Menschen in gleicher Weise gelten und zugleich den Juden eine Sonderrolle einräumen? Zur Begründung greift Paulus in Vers 17 die Elemente seiner These in rückläufiger Folge auf. Dass Menschen durch das Evangelium Rettung erfahren, wird mit einem Zitat aus Habakuk 2 begründet, welches sowohl die Rechtfertigung als auch das ewige Leben im Glauben an Gott verankert. Dass diese Rettung jedem Glaubenden zuteil wird, erläutert Paulus mit dem Hinweis, dass der Glaube zugleich das Medium und das Ziel der göttlichen Offenbarung bildet. Demnach dient also die Rede von der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes dazu, die eigentliche Pointe des Paulus plausibel zu machen. Wie das? Zur Klärung hilft die Beobachtung, dass Paulus in früheren Briefen zwar viel von Rechtfertigung gesprochen hat, kaum jedoch von Gottes Gerechtigkeit. Fragt man daraufhin nach dem Hintergrund dieser Ausdrucksweise, Gott offenbart seine Gerechtigkeit, so stößt man auf eine recht breit bezeugte jüdische Tradition, für die es in der Schrift allerdings nur genau zwei Quelltexte gibt. Der erste findet sich zu Beginn von Psalm 98 und lautet in der Fassung der Septuaginta wie folgt: Singt dem Herrn ein neues Lied,
Kundgetan hat der Herr sein Rettungswerk vor den Weltvölkern, hat er offenbart seine Gerechtigkeit. Er gedachte seines Erbarmens für Jakob, seiner Wahrhaftigkeit für das Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzt Gott zu, alle auf der Erde. Diesem Text zufolge ist die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes als Rettungshandeln zu verstehen, das vor aller Welt stattfindet. Ja, das für alle Menschen auf Erden Grund zum Jubeln ist. Im Kern aber geht es darum, dass Gott in dieser Offenbarungstat seine Bundestreue für Israel zur Geltung bringt. Der zweite Text steht im Kapitel 56 des Jesaja-Buches und lautet nach der hebräischen Fassung wie folgt. So spricht der Herr: Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn nahe ist meine Rettung, dass sie komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar werde. Nicht, sage der Fremde, ausschließen wird mich der Herr von seinem Volk. Auch hier gilt die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes allererst Israel. Gleichwohl geht es dabei um eine Rettung, die auch dem Fremden, also einem Nichtjuden, gilt. Vor allem aber geht aus diesem Text hervor, dass die Ausrichtung von Menschen auf die Gerechtigkeit Gottes menschliches Recht tun gerade erst fordert und ermöglicht. Wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit, denn nahe ist meine Rettung, dass sie komme, meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar werde. Nimmt man beide Hintergrundtexte zusammen in den Blick, so wird deutlich, mit der Rede vom Offenbarwerden der Gerechtigkeit Gottes ruft Paulus eine biblische Tradition auf, die es ihm erlaubt, beide Grundsatzanfragen an sein Evangelium zu beantworten. Gerade weil im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird, verknüpft es Gottes Treue zu Israel mit seiner heilvollen Zuwendung zu den Weltvölkern. Und gerade weil im Evangelium Gottes Gerechtigkeit offenbar wird, macht es eine gerechte Lebensführung auf Seiten der Menschen nicht etwa überflüssig, sondern gerade notwendig und möglich. Beide Antworten bedürfen natürlich der Entfaltung, die bietet Paulus weiter hinten im Brief, aber mit der Formulierung des Briefthemas hat er den römischen Christusgläubigen gegenüber ein stabiles Fundament für seine weiteren Ausführungen gelegt und sich selbst als Apostel präsentiert, dessen Evangelium fest in der Schrift verwurzelt ist. Für die Grundfrage, wie sich bei Paulus das Hören auf die Schrift und das Deuten der Schrift zueinander verhalten, ist der vorgestellte Befund sehr aufschlussreich. Denn sowohl im Präskript als auch beim Thema des Römerbriefs lässt sich Folgendes beobachten. Erstens, Paulus wird als Repräsentant einer bestimmten Richtung des antiken Judentums erkennbar. Seine Prägung durch Pharisäismus und Judaismus wird im Römerbrief zwar nicht eigens thematisiert, sie scheint aber durch seine Aussagen zum Schriftbezug des Evangeliums hindurch. Notabene, da diese Prägung eine bestimmte Art des Umgangs mit der Schrift einschließt, führt sie zwangsläufig zu Debatten mit anderen Juden zum Thema Schriftverständnis. Solche Debatten bleiben im Römerbrief jedoch im Hintergrund und werden an der Textoberfläche nicht sichtbar. Zweitens, Paulus präsentiert sich in erster Linie als Verkünder des Evangeliums. Natürlich war er mit der Schrift schon vertraut, als er Apostel Jesu Christi wurde. Aber seine Schriftkenntnis als solche hatte ihn keineswegs veranlasst, in Jesus den Retter zu erkennen. Vielmehr bedurfte es dazu einer besonderen Offenbarung. Der Ausgangspunkt seiner im Römerbrief dokumentierten Schriftverwendung besteht demnach in seiner Berufung zum Apostel. Drittens, Paulus sieht daraufhin das Evangelium in der Schrift prophezeit. Vom Christusglauben ausgehend identifiziert er das Rettungshandeln Gottes, das im Evangelium bezeugt und verwirklicht wird, als Erfüllung der Heilszusagen, die in der Schrift dokumentiert sind.
Das Evangelium wirft gleichsam ein neues Licht auf die Schrift und lehrt sie neu, auf Christus hin zu lesen und zu verstehen. Notabene, hier liegt natürlich die Wurzel intensiver Debatten des Apostels mit nicht-christusgläubigen Juden. Aber auch solche Debatten bleiben im Römerbrief im Hintergrund. Viertens, Paulus hat aus seiner Berufung und auf dem Hintergrund seiner besonderen jüdischen Prägung ein spezifisches Verständnis des Evangeliums entwickelt. Dabei verknüpft er gemeinchristliche Überzeugungen, Anschauungen, die er mit einigen anderen christlichen Gruppen, wie etwa der Gemeinde zu Antiochia, teilt, und Einsichten, die für ihn typisch sind und sein Missionswerk. Dieses paulinische Verständnis des Evangeliums ist ganz wesentlich durch sein Schriftverständnis beeinflusst. Es ist die im Licht des Evangeliums neu wahrgenommene, dabei im Kontext bestimmter jüdischer Traditionen gelesene Schrift, die ihn lehrt, zu begreifen und zur Sprache zu bringen, was das Evangelium im Einzelnen besagt. Notabene, dieser bestimmende Einfluss der Schrift auf das Verständnis des Evangeliums ist innerhalb des frühen Christentums nicht unumstritten. Gerade Nichtjuden gegenüber wendet Paulus andernorts große Mühe auf, um ihnen die Notwendigkeit des Rückbezugs auf die Schriften plausibel zu machen. Im Römerbrief spielen solche Auseinandersetzungen aufgrund der besonderen Prägung der Gemeinden zu Rom jedoch keine Rolle. Fünftens schließlich, mit seinem spezifischen Verständnis des Evangeliums provoziert Paulus innerchristliche Debatten. Zum Teil gibt es kritische Rückfragen, zum Teil entschiedenen Widerspruch. Rückfragen und Widerspruch gehen dabei ihrerseits aus einem besonderen, von Paulus abweichenden Schriftverständnis hervor. Entscheidend für die paulinische Entgegnung im Eingang des Römerbriefs ist der Einklang von Schrift und Evangelium. So wie Paulus die Schrift hier präsentiert, führt er sie als Interpretament des Evangeliums ins Feld. So ergibt sich insgesamt das Hören auf die Schrift und das Deuten der Schrift gehören von Anfang an zusammen. Für den Pharisäer Paulus ebenso wie für den Apostel Paulus. Er steht als Nutzer der Schrift sozusagen genau zwischen Hören und Deuten. Beim Apostel freilich wird der Zusammenhang von Hören und Deuten maßgeblich durch das Wechselspiel zwischen Evangelium und Schrift bestimmt. Beide interpretieren sich gegenseitig. Das ist nur konsequent. Versteht Paulus doch beide, die Schrift und das Evangelium, als Gottes Wort. Insofern ist das Evangelium der außerhalb der Schrift gelegene Ausgangs-, Bezugs- und Zielpunkt der Schriftinterpretation. Und es ist eben die Qualität des Evangeliums als Gottes Wort, die die Interpretation der Schrift als Gottes Wort vor Beliebigkeit schützt. Zum Schluss dieses ersten Vortragsteils sei notiert, der Befund im Eingang des Römerbriefs und die hier gebotene Auswertung sind durchaus repräsentativ für den paulinischen Schriftgebrauch. Aber das kann ich nur behaupten und Sie bitten, auf einen entsprechenden Nachweis heute Abend zu verzichten. Hören und deuten die Schriften im lukanischen Doppelwerk. Erstens vom Brief zum Geschichtswerk der Schüler des Paulus. Der unbekannte Verfasser des dritten Evangeliums und der Apostelgeschichte, den wir Lukas nennen, versteht sich als Schüler des Paulus und war vielleicht auch wirklich einer von dessen Begleitern. Gleichwohl bestehen zwischen Lehrer und Schüler markante Unterschiede,
die sich schon in den unterschiedlichen Gattungen ihrer Werke zeigen. Die Briefe des Paulus sind an bestimmte Gemeinden gerichtet und haben bei aller theologischen Grundsätzlichkeit immer einen konkreten Anlass. Dagegen begegnen wir bei Lukas, einem Schriftsteller, der planvoll ein geschichtliches Diptychon verfasst, das er in der Tradition hellenistischer Geschichtsschreibung mit einer Einleitung versieht, in der er über sein Vorgehen und seine Quellen Rechenschaft gibt. Mit dieser Einleitung, die sich am Stil zeitgenössischer wissenschaftlicher Werke orientiert und die der große Altphilologe Eduard Norden als die beststilisierte Periode des ganzen Neuen Testaments bezeichnen konnte, macht Lukas deutlich, dass er sich mit den gebildeten Autoren seiner Zeit auf Augenhöhe befindet. Zugleich zeigt er unmittelbar darauf seine Verwurzelung in der biblischen Überlieferung, wenn er bei der Ankündigung der Geburt des Täufers in den sehr viel einfacheren Stil des griechischen Alten Testaments wechselt, also dort, wo die Heilsgeschichte beginnt, die Sprache Kanaans spricht. Dieses souveräne Changieren zwischen zwei unterschiedlichen Sprachspielen charakterisiert das gesamte Doppelwerk, dessen Verfasser die vielfältigen Überlieferungen über Jesus und die frühe Kirche an biblischen Traditionen zurückbindet und sie zugleich so entschieden und gekonnt wie wohl kein anderer neutestamentlicher Autor in den Horizont der griechisch-römischen Kultur übersetzt und dadurch auch nicht-jüdischen Adressaten verständlich macht. Kreuzt also das frühe Christentum mit Paulus erstmals die Klingen mit der antiken Welt und Selbstdeutung, so betritt es mit Lukas den Raum der Weltliteratur. Zu dieser schriftstellerischen Leistung gehört nicht nur das gekonnte Erzählen, sondern auch dessen Deutung durch eingelagerte Redeteile, die die Tiefendimension des Geschehens sichtbar machen. Diese finden sich vor allem in den Texten, die Lukas selbst verfasst oder doch stark gestaltet hat, in den Rahmenteilen des Evangeliums und den Reden der Apostelgeschichte. Und dort spielt der implizite oder explizite Rückbezug auf die Schriften eine zentrale Rolle. Zweitens, das Evangelium. Die Vorgeschichte des Evangeliums ist zweigeteilt. Deren erster Teil, Lukas 1, folgend, mit den Ankündigungen der wunderbaren Schwangerschaften und Geburten, sowie deren Umstände sind von Lukas frei gestaltet. Von Bedeutung sind hier weniger die direkten Schriftzitate als vielmehr die zahlreichen Anspielungen auf die Schrift. Da sind zum einen die beiden Engelreden vor Zacharias und Maria, die im Rückbezug auf Texte des Pentateuchs, der Richter- und Samuelbücher sowie der Propheten die angekündigten Geburten als Ausdruck von Gottes gnädiger Zuwendung deuten. Dadurch bindet Engel des Herrn und durch ihn Gott selbst Jesus und seinen Vorläufern Johannes in der Heilsgeschichte ein, und zwar besonders in die Überlieferung, in denen Gott durch Geburt eines Nachkommens bzw. eines Retters Heil wirkt. Noch direkter ist der Rückbezug in den Hymnen, in denen Menschen das Wunder dieses göttlichen Eingreifens preisen. Im Magnificat und im Benediktus hat fast jedes Wort eine Entsprechung im Psalter. Zusammen mit den Ankündigungen des Engels machen diese Lieder deutlich, dass der im Pentateuch, in den Propheten und in den Psalmen als der erbarmende Retter seines Volkes bezeugte Gott nun seine Verheißung einlöst. Ging es im ersten Teil der Vorgeschichte um die Geburt des Erlösers und seines Vorläufers,
So beginnt in Lukas 3 Jesu Wirken. Wie in der Markus-Vorlage wird der Täufer in Lukas 3, Vers 4 bis 6 durch ein Prophetenzitat als Wegbereiter Jesu eingeführt. Aber während in Markus 1, 3, Jesaja 40, Vers 3 mit Malachi 3, Vers 1 kombiniert wird, lässt Lukas Malachi weg und ergänzt stattdessen in Lukas 3, Vers 5 und 6 das Jesaja-Zitat durch die beiden folgenden Verse des Prätextes Jesaja 40, Vers 4 folgend. Damit setzt er neue Akzente. Erstens, die Aufforderung, jede Schlucht aufzufüllen und jeden Berg zu erniedrigen, erinnert an die mit Christus beginnende Umkehrung der Hierarchien durch Gott, die schon im Magnificat anklang und für das Lukas-Evangelium charakteristisch ist. Zweitens, der Schlusssatz, dass alles Fleisch das Heil Gottes sehen wird, lässt mit Heil einen Schlüsselbegriff der lukanischen Christologie anklingen, wobei das hier verwendete Syntagma tussetorion tu teu sich im Neuen Testament nur bei Lukas findet und das Doppelwerk rahmt. Drittens, wenn es von diesem Heil heißt, dass alles Fleisch es sehen wird, so klingt bereits die Universalisierung der Heilsbotschaft an, die dann Thema der Apostelgeschichte ist. Das nächste ausführliche Zitat findet sich in der Antrittspredigt in Nazareth, Lukas 4, Vers 18 folgend. In dieser von Lukas völlig neu gestalteten Begebenheit deutet sich Jesus selbst am Anfang seines Wirkens mit Worten aus dem Jesaja-Buch als derjenige, in dem sich die prophetische Weissagung erfüllen. Das Schriftwort lässt erneut zentrale Themen der lukanischen Theologie anklingen. Erstens, durch das Jesaja-Zitat und die daraus erschlossene Geistsalbung wird Jesu Messianität nicht aus königlicher oder priesterlicher, sondern aus prophetischer Tradition abgeleitet, was für die lukanische Christusdeutung besonders charakteristisch ist. Zweitens, in der Tradition der Heilsprophetie bringt er die frohe Botschaft für Arme, Gefangene und Kranke, auch das ein für das lukanische Christusbild besonders charakteristischer Zug. Und drittens, mit dem Geist ist die Größe benannt, die im Evangelium das Auftreten des Irdischen und in der Apostelgeschichte das seiner Anhänger bestimmt. Die Bearbeitung der beiden Perikopen und der enge Zusammenhang der in ihnen zitierten Schriftworte mit dem periologischen Profil des gesamten Evangeliums zeigen, dass Lukas nicht sekundär in den biblischen Schriften nach Belegstellen für eine vorher schon feststehende Deutung sucht, sondern seine Theologie im intensiven Dialog mit der Schrift entwickelt. Dabei bringen die Schriftbezüge nicht nur zentrale Themen der lukanischen Christologie zur Sprache, sondern sie binden zugleich durch die pointierte Rede vom Heil Gottes und dem Geist des Herrn das Christusereignis an Gott zurück. Auch die lukanischen Ostererzählungen sind bis auf die Eingangsszene Lukas 24, Vers 1 bis 10, dem Gang der Frauen zum Grab und der Engelserscheinung, ohne Parallele in den anderen Evangelien. Am Ende des Evangeliums haben wir es also wieder mit einem Textblock zu tun, den Lukas besonders frei gestalten konnte, und erneut spielt die Auslegung der biblischen Schriften eine zentrale Rolle, nun allerdings als Gesamtheit. Die erste Stelle findet sich in der Emmaus-Erzählung
wo der unbekannt mitwandernde Jesus in Lukas 24, Vers 25 bis 27 das summarische Zeugnis aller Propheten, angefangen bei Mose, dahingehend bestimmt, dass Christus dieses Leiden und in seine Herrlichkeit eingehen musste. Die Abfolge Leiden, Verherrlichung ist ein Spezifikum des Lukas, durch das er in Verbindung mit der Himmelfahrt das Christusgeschehen im Sinne des antiken Ideals per aspera ad astra für pagane Adressaten plausibel macht. Ein weiteres Mal wird vom Auferstandenen im letzten Wort vor seiner Himmelfahrt auf die Schriften verwiesen, deren Erfüllung er schon als Irdischer ihnen angekündigt habe. Wieder bezeugen die Schriften das Leiden des Christus, diesmal verbunden mit der Auferstehung, wobei neben dem Gesetz des Mose und den Propheten nun auch die Psalmen eigens genannt werden. Folgende Punkte sind in beiden Texten wichtig. Erstens, beide Male heißt es, dass Jesus den Jüngern die Schriften geöffnet hat, sodass sie nun in ihrer Gesamtheit als Prophetie auf ihn hinweist. Zweitens, inhaltlich besteht ihr Zeugnis im Zusammenhang von Leiden und Verherrlichung. Und drittens, aus der Tatsache, dass Jesu Geschick in den Schriften vorausgesagt wurde, folgert der Auferstandene, dass es dieses Gott gewollt war. Damit lässt sich das bisher Festgestellte weiter präzisieren. Das göttliche Muss des Leidens findet sich zwar gelegentlich auch in den anderen Evangelien, aber Lukas bringt damit konsequent bereits in seinem Evangelium und erst recht in der Apostelgeschichte Gottes Ratschluss zum Ausdruck. Fast die Hälfte aller neutestamentlichen Belege für Dei, also 40 von 101, finden sich im lukanischen Doppelwerk, oft verbunden mit dem Bezug auf die biblischen Schriften. Das fügt sich zu dem sonstigen Bemühen des Lukas, das gesamte Christusereignis und besonders den Zusammenhang von Leiden und Erhöhung auf den Willen und Vorsatz Gottes zurückzuführen. Diese durch die Schrift eröffnete theozentrische Sicht auf die Heilsgeschichte setzt sich in den Reden der Apostelgeschichte fort. Drittens, die Apostelgeschichte. Zwischen der Geschichte Jesu und der seiner Kirche liegt der Abgrund des Verrats. Wie konnte der Satan bis in den innersten Kreis der Anhänger Jesu vorstoßen und den Tod des Meisters bewirken? Wie ist das Geschick des Judas zu deuten? Und vor allem, wie kann die durch den Verrat bedingte Beschädigung des Zwölferkreises wieder geheilt werden, wenn dieser Kreis mit seiner Zwölfzahl das eschatologisch erneuerte Gottesvolk repräsentiert und damit die christliche Gemeinde an die Jesusbewegung zurückbindet? Da Jesus nicht mehr anwesend ist, müssen diese Probleme nun ohne ihn gelöst werden. Und das tut Petrus in seiner ersten Rede mit Hilfe der Schrift, genauer der Psalmen. Erstens, in Apostelgeschichte 1,16 stellt er zunächst fest, dass der Verrat bereits durch den Mund Davids als Psalmdichter angekündigt wurde. Konkret ist vermutlich an Psalm 40, Vers 10 gedacht. Zweitens, auch das Schicksal des Judas, bei Lukas Folge eines göttlichen Gerichts, wurde im Buch der Psalmen vorausgesagt, was in Apostelgeschichte 1, 20a mit Psalm 68, Vers 26 belegt wird. Und drittens, endlich wird auch das Problem des zerstörten Zwölferkreises durch Rückgriff auf den Psalter einer Lösung zugeführt.
Aus dem Wort »Sein Amt soll ein anderer haben« von Psalm 108, Vers 8, folgert Petrus in Apostelgeschichte 1, 20b mit einem Dei, dem göttlichen Muss, dass für Judas ein Ersatz gefunden werden muss, um die Zwölfzahl wiederherzustellen. Das zeigt, wo die Christgläubigen mit Problemen konfrontiert werden, für die sie nach dem Weggang Jesu nun selbst Lösungen finden müssen, suchen sie die Antwort in der Schrift. In ihr vernehmen sie die Stimme des Heiligen Geistes, wie Petrus explizit unterstreicht. Ihre Auslegung ermöglicht es, die Katastrophe des Verrats mit der göttlichen Vorbestimmung zusammenzudenken und Wegweisung für die Zukunft zu finden. Auch die Predigt des Petrus an Pfingsten in Apostelgeschichte 2, Vers 12 bis 36, ist vom Rückbezug auf die Schrift bestimmt. Zunächst rekurriert der Apostel bei der Deutung des Pfingstgeschehen auf Joel 3, 1 bis 5, um die Feuerflammen und das Sprachenwunder als Erfüllung der verheißenen endzeitlichen Geistausgießung auszuweisen. Im zweiten Teil der Predigt deutet er dann das Christusereignis, dass Gott die Schmerzen des Todes durch die Auferweckung gelöst hat, ist Psalmensprache. Und das göttliche Rettungshandeln an Christus wird in Apostelgeschichte 2, 25 bis 28 näher begründet durch ein ausführliches Zitat von Psalm 15, Vers 8 bis 11, wo der Beter Gott preist, weil er ihn nicht dem Tod überlassen hat, noch gestatten wird, dass sein Heiliger die Verwesung sieht, sondern ihm den Wege des Lebens kundgetan hat. Mit diesen Worten, so folgert Petrus, konnte der Psalmdichter David nicht sich selbst gemeint haben, da er gestorben ist. Es handelt sich also um eine Prophezeiung, mit dem er die Auferstehung seines Nachkommens vorhergesagt hat. Im dritten und letzten Teil der Predigt zeigt der Apostel dann, wie das Christusgeschehen das Pfingstereignis begründet. Die Auferstehung bedeutet Jesu Erhöhung durch die rechte Hand Gottes mit der Folge, dass dieser den ihm vom Vater übergebenen Geist über seine Anhänger ausgegossen hat. Erneut stellt Lukas mit Hilfe der Schrift die besondere Rolle Gottes in diesem Geschehen heraus. Im ersten Teil der Predigt durch das Prophetenwort, das er durch einen Zusatz ausdrücklich auf Gott selbst zurückführt. Im zweiten Teil mit Psalm 15, Vers 8 bis 11, der die Auferstehung als Überwindung der Verwesung durch Gott deutet. Im dritten Teil mit Psalm 109, Vers 1, der auf den vorauslaufenden Empfang des Geistes vom Vater als Voraussetzung der Geistausgießung durch Christus verweist. Ein Volksauflauf nach dem ersten von Petrus und Johannes gewirkten Wunder bietet Petrus erneut die Gelegenheit zur Verkündigung des leidenden und verherrlichten Christus unter Rückbezug auf Exodus 3,6, Deuteronomium 18,15 und Genesis 22,18, also prophetisch gedeuteter Worte aus dem Pentateuch. Als daraufhin beide Apostel vor das Synhedrion geführt werden, hält Petrus erfüllt vom Heiligen Geist erneut eine Rede, in welcher er im Rückbezug auf Psalm 117, Vers 22 das rettende Handeln Gottes der Verwerfung durch die Menschen kontrastiert. Der Passionsbezug bestimmt dann nach der Freilassung der Apostel durch das Gebet der Gemeinde, in dem der Herr, als Herr angerufene Gott, zunächst mit den Worten von Psalm 154, Vers 6, als der bekannt wird,
der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Daraufhin wird Psalm 2, Vers 1, das Wort vom Aufstand der Völker gegen Gott und seinen Gesalbten, als eine vom Heiligen Geist inspirierte Weissagung gedeutet, die sich in der Verurteilung Christi durch Herodes und Pilatus erfüllt hat und daraus die Schlussfolgerung gezogen, dass aller menschliche Widerstand gegen Gott in Wahrheit nur ausführt, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen soll. Mit Hilfe der Schrift wird so der Widerstand gegen Christus auf Gottes Vorbestimmung zurückgeführt und damit auch wieder Zuversicht in der eigenen Situation der Verfolgung ermöglicht. Mit Schriftzitaten und Verweisen durchsetzt ist auch die Verteidigungsrede des Stephanus, die durch eine tendenziöse Auswahl aus den Erzvätererzählungen, der Mose-Tradition und der David-Salomo-Überlieferung die Geschichte Israels so zuspitzt, dass sie als Abfolge beständigen Abfalls erscheint, der in der Ablehnung und Tötung Jesu zu seinem Höhepunkt kommt und sich dann dessen Boten gegenüber fortsetzt. Mit bemerkenswerter Einseitigkeit wird hier das Zeugnis der Schrift gegen den Teil des Judentums gekehrt, der die christliche Botschaft nicht annimmt. Für unsere Fragestellung ist interessant, dass auch Stephanus konsequent das Wirken Gottes in dieser Geschichte unterstreicht, indem er die aus der Schrift zitierten Weisungen und Verheißungen durch entsprechende Einleitung oder Hinzufügung auf Gott zurückführt. Die expliziten Schriftbezüge nehmen im Verlauf der Apostelgeschichte in dem Maße ab, als das Publikum nicht mehr jüdisch ist. Gleichwohl bleibt der Dialog mit der Schrift wichtig, wie die erste Heidenpredigt, Apostelgeschichte 10, Vers 34 bis 43 zeigt, wo der lukanische Petrus die Geschichte Jesu von der Taufe durch Johannes über die Wunder, die Kreuzigung bis zu den Erscheinungen des Auferstandenen und dem Missionsauftrag in einer Ausführlichkeit rekapituliert, die außerhalb der Evangelien einzigartig ist. Wie schon vom lukanischen Jesus selbst, wird auch von Petrus Jesus Messianität unter Rückbezug auf Jesaja 61, Vers 1, auf die Geistsalbung durch Gott zurückgeführt, um von da aus dann das gesamte Christusgeschehen theozentrisch zu deuten. Fünfmal wird in diesem kurzen Geschichtsabriss Gott explizit als der Handelnde genannt. Die letzte Rede, die ausführlicher auf die Schrift eingeht, ist in Apostelgeschichte 13, Vers 16 bis 41. Die einzige Predigt, bei der wir Paulus vor jüdischem Publikum hören. Auch Paulus rekapituliert die Geschichte Israels, allerdings anders als Stephanus, mit Hilfe des Schemas von Verheißung und Erfüllung als eine Geschichte des Heils, die vom Exodus über die Wüstenwanderung, die Landnahme und das Königtum Sauls und Davids konsequent auf Christus zuläuft. Dessen Geschick wird auch von Paulus in Form eines Kontrastschemas wiedergegeben, indem er der Hinrichtung Jesu durch die jüdische Obrigkeit, dessen Auferweckung durch Gott entgegensetzt, wobei er die Auferstehung als Einlösung der Zusage der Gotteswohnschaft von Psalm 2, Vers 7 durch Gott deutet. Unter Bezug auf Jesaja 55, 3 und Psalm 16, Vers 10
wird das dann von ihm, wie ähnlich schon von Petrus in der Pfingstpredigt, dahingehend präzisiert, dass Gott seinen Heiligen nicht der Verwesung anheimfallen ließ. Daraus folgt für ihn unmittelbar das Angebot einer Sündervergebung, die nicht durch das Gesetz, sondern durch den Glauben an Christus geschieht. Vor einer Ablehnung dieser Botschaft warnt er zuletzt mit einem Zitat aus Habakuk 1,5. Die rechtfertigungstheologisch zugespitzte Christusverkündung wird so durch eine Kombination von Worten aus den Propheten und Psalmen begründet, als die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, die nun Gott bei uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Viertens, Gott als Hauptakteur. Wie gezeigt, führt Lukas in seinem Doppelwerk das Heilsgeschehen konsequent auf Gottes Plan und Willen zurück. Zwar meidet er wie das gesamte Neue Testament den philosophischen Terminus technicus Vorsehung, Pronoia, weil die gegenwärtige Wirklichkeit eben noch nicht ungebrochener Spiegel des göttlichen Willens ist, weil in ihr auch noch andere Mächte zugange sind. Aber die Häufigkeit, mit der in der Apostelgeschichte unterschiedliche Verben und Substantive mit der Vorsildung pro versieht, um Gottes Vorherbestimmung zur Sprache zu bringen, zeigt ebenso, wie der für beide Bücher charakteristische Rekurs auf Gottes Willen und Vorsatz sowie der häufige Gebrauch des Göttlichen muss seine intensive Auseinandersetzung mit diesem stoisch-mittelplatonischen Theologomenon. Mithilfe der biblischen Schriften, in denen sowohl das vergangene Geschick Christi wie der gegenwärtige Weg der Kirche durch Gott selbst oder seinen Geist vorhergesagt und damit vorherbestimmt wurde, macht Lukas das verborgene Handeln Gottes sichtbar. Kurz, Gottes Wort lässt Gottes Willen und Wirken als tiefen Dimension der Heilsgeschichte erkennen. Diese theozentrische Deutung der Heilsgeschichte hat Folgen für die umstrittene Frage, wer der eigentliche Hauptakteur des Doppelwerkes ist. Zwar trägt das Werk jetzt den Titel Taten der Apostel, aber dieser ist sekundär und irreführend. Nicht nur, weil von den Aposteln nur Petrus eine größere Rolle spielt, sondern auch, weil die auftretenden Personen, soweit sie eine positive Rolle spielen, durchweg unter der Führung und dem Geleit einer höheren Macht agieren. Nicht wenige Ausleger betonen daher die zentrale Rolle, die Jesus Christus auch in der Apostelgeschichte spielt, und sehen in ihm den Hauptakteur beider Bücher. In der Tat ist es ja eine höchst originelle literarische Leistung des Lukas, wie er in zwei Büchern dieselbe Person gleichsam in unterschiedlichen Aggregatzuständen ins Zentrum stellt. Im ersten Buch als Mensch, im zweiten als himmlische Gestalt. Zugleich ist das Doppelwerk aber auch eine Geschichte des göttlichen Geistes, der im Evangelium die Schritte Jesu und in der Apostelgeschichte die seiner Boten lenkt. In diesem Sinne hat schon Johann Albrecht Bengel festgestellt, dass Lukas weniger die Taten der Apostel, denn die des Geistes beschreibe, und moderne Ausleger sehen in seinem Gefolge, zumindest in der Apostelgeschichte, den Geist als den eigentlichen Handlungsträger an. Beide Deutungen können gute Gründe für sich in Anspruch nehmen. Wenn wir nun mit dem eben Dargelegten den Gott Israels noch als einen dritten Aspiranten für die Rolle des Hauptakteurs ins Spiel bringen, weil dieser
in kommentierenden Redeteilen als Lenker der Geschichte genannt und bekannt wird, so steht das nicht im Widerspruch zu den anderen Deutungen. Denn das eigentlich Aufregende und meines Wissens noch nicht richtig wahrgenommene der lukanischen Darstellung ist, dass er Jesus, den Geist und den Gott Israels nicht nur nebeneinander nennt, sondern dass er ihr Wirken mehrmals explizit zueinander in Beziehung setzt, auch das wieder im Dialog mit dem Zeugnis der Schrift. In Apostelgeschichte 10, Vers 38 sagt Petrus im Anschluss an Jesaja 61, 1 im Hinblick auf den irdischen Jesus, dass Gott ihn mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt und so zu Machttaten befähigt hat. In Apostelgeschichte 2, 33 sagt Petrus im Blick auf den auferweckten Christus im Anschluss an Psalm 109, dass dieser durch die rechte Hand Gottes erhöht vom Vater die Verheißung des Heiligen Geistes empfing, den er auf seine Anhänger ausgegossen hat. Damit wird die Geschichte des irdischen Jesus wie die seiner Gemeinde, also das gesamte im Doppelwerk wiedergegebene Geschehen, auf ein Zusammenwirken von Vater, Sohn und Heiligen Geist zurückgeführt. Dass dies keine in die Texte eingetragene Überinterpretation ist, kann man daran erkennen, dass Lukas bereits zuvor in drei von ihm selbst gebildeten Jesu-Worten am Anfang und am Ende des Evangeliums diese Deutung vorbereitet hat. In der Antrittspredigt in Nazareth hatte der lukanische Jesus seine Geistbegabung, die sich bereits in der Taufperikope der Markus-Vorlage Markus 1,10 findet, ebenfalls mit Bezug auf Jesaja 61 als Salbung durch den Geist des Herrn gedeutet und damit sein Auftreten als Gesalbter, als Christus, unmittelbar mit dem Geist Gottes verbunden und entsprechend in prophetischer Tradition inhaltlich näher bestimmt. Vor seiner Himmelfahrt hatte der Auferstandene seinen Jüngern verheißen, und siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters, was er in Apostelgeschichte 1,8 präzisiert. Ihr werdet die Kraft des auf euch kommenden Geistes empfangen. Betont das Abschiedswort im Evangelium den Ursprung der Verheißung beim Vater, so identifiziert der Auftakt der Apostelgeschichte diese Verheißung des Vaters mit der Kraft des Geistes. Der Petrus der Apostelgeschichte hat also zentrale Aussagen des lukanischen Jesus aufgegriffen, miteinander kombiniert und in gewisser Weise trinitätstheologisch systematisiert. Nach Apostelgeschichte 10,38 ist es die durch den Geist vermittelte Gottesgegenwart, die den Irdischen zu seinem Handeln an Gottes Stelle ermächtigt. Nach Apostelgeschichte 2,33 ist es die Weitergabe der vom Vater empfangenen Verheißung des Heiligen Geistes, welche nun die Nachfolgerinnen und Nachfolger zu ihrem Dienst bevollmächtigt und so die Entstehung der Kirche ermöglicht. Hat man früher im Verfasser des Doppelwerks gerne ein theologisch schlichtes Gemüt gesehen, so zeigt genaueres Hinsehen, dass Lukas nicht nur ein versierter Hermeneut war, der souverän zwischen der jüdischen und der griechisch-römischen Welt zu vermitteln vermochte, sondern auch ein origineller Theologe, der mit Hilfe der alttestamentlichen Schriften die Ereignisse, die sich unter uns erfüllt haben, auf ein triadisch ausdifferenziertes göttliches Wirken zurückgeführt hat. Wir kommen zum Schluss.
Die Analyse des paulinischen Programms im Römerbrief und der Durchgang durch das Doppelwerk des Lukas haben gezeigt, dass die Schriften für beide frühchristlichen Autoren nicht einfach irgendein Text waren, sondern Stimme des lebendigen Gottes. Beide Autoren entdeckten in diesen Schriften göttliche Verheißungen, die das Christusereignis zur Erfüllung gebracht hat und bringt. Entsprechend entwickelten beide ihre eigenen theologischen Positionen in Dialog mit den Schriften und begründeten diese Positionen gegenüber anderen unter Berufung auf die Schrift. Allerdings bezeugt Paulus, der ja auch selbst keineswegs schon durch seine Kenntnis der Schrift zum Christusgläubigen wurde, dass erst die Berufung durch Gott es ermöglicht, die Schrift auf Christus hin zu verstehen und somit den endzeitlichen Sinn der Schrift aufzudecken. Wo das aber geschieht, da wird es umgekehrt auch möglich, das Christusgeschehen und seine Auswirkungen auf das Leben von der Schrift her tiefer zu verstehen. Daher ermöglicht es, die im Licht des Evangeliums noch einmal neu gelesene Schrift den Glaubenden, die konkreten Problemkonstellationen in konkreten Problemkonstellationen grundlegende Orientierung zu finden. Im Fall des Römerbriefs ermöglichte das Zeugnis der Schrift dem Paulus, gerade in der innerchristlichen Auseinandersetzung um das rechte Verständnis des Evangeliums, das Evangelium zugleich sachgerecht und für seine Kritiker plausibel zu interpretieren. Denn mit der Rede von der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes leitet Paulus aus der Schrift die Einsicht her, dass Gottes Rettungshandeln im Evangelium die Bundestreue Gottes gegenüber Israel nicht exkludierend, sondern gerade auch in der Rettung der Nichtjuden zur Geltung bringt. Lukas dagegen sucht in der Schrift den zuvor festgelegten Plan Gottes. Um selbst das, was Gottes Willen stracks zu widersprechen scheint, als Teil der göttlichen Vorherbestimmung verstehen zu können. Und um so für die angefochtene Gemeinde Wege in die Zukunft zu finden. Wie das konkret aussehen kann, zeigt der Beginn der Apostelgeschichte. Petrus findet in der Schrift sowohl Worte, in welchen der Verrat und das Geschick des Verräters vorausgesagt wurden, als auch ein Wort, welches den Weg weist, wie der durch das Ausscheiden des Verräters zerstörte Zwölferkreis wiederhergestellt werden kann. Doch nicht nur Einzelheiten, das ganze Christusgeschehen ist nach Lukas in den Schriften vorausgesagt, wie der Auferstandene betont. Wie eine solche Deutung der Schrift für Lukas aussehen konnte, zeigt die Szene, der das Motto dieser gesamten Vorlesungsreihe entnommen ist. In Apostelgeschichte 8 liest der äthiopische Hofkämmerer in Jesaja 53 von dem Gottesknecht, der wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt wurde, dessen Gericht dann aber in der Niedrigkeit aufgehoben ist. Dieses rätselhafte Wort wird von Philippus auf Christi Tod und dessen anschließende Erhöhung gedeutet. Das wiederum hat zur Folge, dass der so durch die Deutung des Bibeltextes belehrte Kämmerer jetzt nicht nur versteht, was er gelesen hat, sondern sich auch taufen lässt, also aus dem Verstehen der Schrift auch gleich die entsprechenden Konsequenzen für sein Leben zieht. Die Schrift dient Lukas somit als Nachweis, dass das gesamte Heilsgeschehen bereits von Gott vorherbestimmt war. Doch sie leistet noch mehr, sie liefert Lukas auch den Schlüssel für ein vertieftes Verständnis der Heilsgeschichte. Im Dialog mit zentralen Schriftstellen wie Jesaja 61 und Psalm 110 wird die Geschichte Jesu im Evangelium ebenso wie die Geschichte der Kirche in der Apostelgeschichte auf das Zusammenspiel von Vater, Sohn und Geist zurückgeführt. Etwas provokativ formuliert, gerade der Rückbezug auf das Zeugnis der Schriften des Alten Testaments ermöglichte es dem christgläubigen Lukas, die Heilsgeschichte als trinitarische Selbstmitteilung des einen Gottes Israels zu verstehen.
Lukas und Paulus machen also in ihren christusgläubigen Schriftinterpretationen auf je eine Weise eine gemeinsame Grundüberzeugung deutlich. Hören und deuten gehören unauflöslich zusammen. Sie gehören zusammen, weil es ein und derselbe Gott ist, der in der Schrift bezeugt wird und in der Geschichte Jesu Christi handelt. Es ist genau die Identität Gottes in der Schrift und dieser Geschichte, die die Schrift zum Interpretament des Christusgeschehens macht und die der Interpretation der Schrift einen verlässlichen Bezugspunkt verschafft. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.